König. Wieso lösen die jetzt schon die Formation auf? Lol. Ich glaube, das war eine Emo. Alter, die fliegen ja mitten in uns rein. Ich gewinne einfach mal in Höhe. Gibt es überhaupt noch einen, an der Film erfolgt? Ich glaube, zwei folgen mir noch laut Radar. Wie, hey, die manövriert doch gar nicht. Achtung, Achtung und runtergehen! Wow! Jawohl. Da. Hä? Die geht doch gar nicht unter. Was soll der Scheiß? Die ist noch nicht zerstört. Oder soll das eine andere Staffel den Rest machen? Au, nicht verrecken. Ich hab keinen Bock, dass du jetzt hier ver... Alter, die Flugabwehr! Jetzt verreck mir nicht! Scheiße! Jetzt ist der Typ auch noch tot. Aber der müsste eigentlich durch den Schleudersitz... Er ist der Schleudersitzkönig. Das wird ja wohl hoffentlich überleben. Oh Mann, dieser Flak, ey. Dieser Flak von dem Kreuzer. Also von dem Träger. Die ist schon ein bisschen heftig. Oder der hat ja auch ziemlich viele Flaks, muss man schon sagen. Da kann die Enterprise nicht mithalten. Da nehmen wir den da. Jetzt stopp! Stopp! Luftkämpfer. Ja, der müsste eigentlich extra Schaden machen. Autsch, Autsch, Autsch und Bomben! Jawohl. Nein, nein, falscher Knopf! Wir müssen die Shukaku oder wie die heißt. Ich hab's schon wieder vergessen. Die müssen wir so schnell wie möglich down kriegen. Weil, oh, wenn der mir jetzt verreckt, ey, ich flipp aus. Das ist mein bester Pilot. Oh, nee, ich riskiere das nicht. Tut mir leid, da müssten wir jetzt einfach mal Piloten vor Piloten lassen. Badabu! Das nenne ich doch. Hat der gerade Kamikaze gemacht? Die eine F4F. Boah, Alter! Das regt auf! Das regt auf! Bombe abgeworfen. Das ist ein Volltreffer. So, jetzt hoffentlich geht sie langsam mal down. Weil ich verliere immer mehr Piloten. So, langsam geht sie kaputt. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, die brennt jetzt schon viel mehr als der da hinten. Au, au! Böse. Hochfliegen und... Angriff! Ja, das war's! Oh, das ist nicht... Ja, jetzt müssen wir die Enterprise verteidigen. Ja, mit meinem Lieblingsjäger. Das sind so meine Lieblingsjäger. Da hätte ich im Prinzip ein bisschen mehr MG draufpacken können. Wo ist meine Staffel? Da kommt sie. Stahlhart. Ja, dass ich jetzt im Prinzip die Bomben mitgenommen habe, wussten. War irgendwie dämlich. Jetzt werden die hoffentlich das gleiche Problem mit... Wo sind die Lexing? Ja, Angriff! Warte. Du gehst down. Du gehst.
gehst down. Du. Ich sagte, du gehst down! Mit dem Ding kann man die voll schnell kalt machen. Aber ich habe auch das Gefühl, dass die nicht so leicht zu haben sind. Feindliche Bomber. Bomber sind wichtiger, oder? Ich weiß nicht, sind wahrscheinlich beides Bomber. Alter, wo fliegen die hin? Die sollen nicht abhauen! Das war's mit ihm. Mal gucken, wie viele wir noch down kriegen mit diesem einen Typen. Alter, der kriegt so viel EP. Das ist unglaublich. Wahrscheinlich machen die jetzt auch wieder die gleiche Kamikaze. Wow! Nein, 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 nein! Böse, 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 böse! Ja, das war's mit dem. Ah, die arme Enterprise! Das lasse ich doch nicht mit meiner Enterprise machen. Böse Jäger, böse, 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 böse Jäger, böse, ganz böse Jäger. Besser gesagt Bomber. Ey, weh, da knallt die Enterprise, dann werde ich wütend, ey. Also feindliche Lufttypen kann ich eigentlich gut killen, würde ich sagen. Das läuft. Mann! Macht, lasst meine Enterprise in Ruhe! Die hat euch nichts getan! Oder hat sie vielleicht doch, aber. Trotzdem! Trotzdem in Ruhe lassen! Ah, da ist die Lexington! Ach du Heilige, die Lexington ist ja schon fast zerstört. Die ist ja schon ganz schön schwer beschädigt. Na, ich würde sagen, wenn da jetzt nicht noch Verstärkung kommt, haben wir die Mission hier gut absolviert. Im zweiten Versuch. Oder im dritten. Ne? Wow! Also, ich habe selbst gedruckt. Ach, da kommt Verstärkung. Weil wäre ja auch sonst zu einfach gewesen. Nee, der hat noch ein bisschen Munition. Ich meine, wir wollen es ja nicht zu einfach machen. Mein Gott, halte den Druck aufrecht. Wir können die Enterprise noch retten. Treib die Japaner zurück auf ihre Schiffe. Das war's mit der Lexington. Niemals rächen wir die Enterprise. Wer ist das? Enterprise? Nein! Die Lexington! Einer weniger. Wow, wow, wow! Wow! Das war's mit der MG-Munition! Toll! Genau jetzt! In meinem Rachefeldzug. Lass die Enterprise in Ruhe. Ihr habt schon die Lexington. Jetzt verpisst euch! Verpisst euch! Ey, die steuern einfach weiter drauf zu. Das geht doch nicht. Die interessieren sich gar nicht für mich. Das Blöde ist ja, man weiß nie, wie sich die Mission verändert. Zum Beispiel, ja, ich hatte gedacht, dass wir mit denen hier noch, also mit den F4F, noch irgendwie weiter auf die beiden Kreuzer zu ballern. Also weiter die Kreuzer angreifen, die Flugzeugträger, feindlichen Flugzeugträger angreifen. Jetzt habe ich noch Bomben eingepackt und nicht noch das zusätzliche MG. Halt irgendwie Flugabwehr kombiniert mit... Scheiße, das war's. Flugabwehr kombiniert mit... ja, Kreuzer zerstören. Oder die sind ja denkbar ungeeignet für. Aber ich hatte es auch schon mal, dass ich hier bei denen keine Bomben mit eingepackt habe. Das ist sowieso. Wer ist eigentlich da verreckt? Das weiß ich schon gar nicht mehr. Ich quatsch viel zu viel. Jedenfalls, mir ist auch schon mal vorgekommen, dass ich bei denen keine Bomben mit eingepackt habe. Und da brauchte ich es. Ich glaube, das war auf einer Patrouille. Die Enterprise ist sicher. Der Feind wurde besiegt. Jawoll. Ich brauche einen Schadensbericht. Ich habe auf der Lexington gedient, sie untergehen zu sehen. Aber die Enterprise lebt. Heute waren wir stärker als der Feind. Hoffentlich bleibt es auch so. Ui, da ist ein Schlachtschiff. Nee, lass mal. Diesmal nichts.
Überlebt und geborgen, im Kampf vermisst, viel im Kampf. Okay, einen haben wir auf jeden Fall im Kampf verloren und zwei werden noch vermisst. Vielleicht finden wir den in einer der späteren Missionen nochmal. Nächstes Kapitel. Die Schlacht im Korallenmeer. Die erste große Flottenschlacht war vorbei. Am 8. Mai 1942 wurde die USS Lexington von Torpedos und Bomben getroffen, von einem Geleitschiff versenkt. Viele der Piloten der Enterprise hatten auf der Lexington gedient. Und ihr Verlust wurde sehr bedauert. Die in den letzten Kriegsmonaten ihr Leben gelassen hatten, waren wir stolz auf das, was wir erreicht hatten. An der Bedeutung der Flugzeugträger bestand kein Zweifel. Die Enterprise hatte Hervorragendes geleistet. Die Schiffsmannschaft und die Flugstaffel, die sie aus der Luft beschützte, war bereit, sich jeder kommenden Herausforderung zu stellen. Bam! Und nun haben wir The Big E. Erfolgreich die Kampagne absolviert. Die erste Kampagne der United States Navy. Und wie es weitergeht, werdet ihr in der nächsten Aufnahme erfahren. Das war Air Conflict Pacific Careers für dieses Mal. Und beim nächsten Mal sehen wir uns wieder. Hoffentlich mit Full HD.